Veranstaltung war das Lifeguard. Ein Benefiz-Happening so recht nach dem Gusto der Berliner Szene. Mit viel Musik, Tanz und Make-up. Film ab. Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit. Nacht der Nächte in der Hauptstadt Berlin. Rund 3000 Gäste feierten am vergangenen Wochenende im Metropol, als gelte es, den Untergang von AIDS zu besiegeln. Dabei hatten die Wissenschaftler auf dem Internationalen AIDS-Kongress in Berlin keine guten Nachrichten mitgebracht. Die Medizin ist nach wie vor machtlos. Trotzdem, im Bezirk Schöneberg, bereits in den 20er Jahren als Mekka der Schwulen berüchtigt, demonstrierte die sogenannte Risikogruppe Selbstbewusstsein. Der Jerome Castells Ballroom. Das sind drei Partys, die hier ab und zu in Berlin laufen. Nierarbeit und stellt mit ihrer Benefiznacht ein gesellschaftliches Ereignis auf die Beine, das Nachahmung verdient. Mutterfiguren der Szene wie Sacy de Paris und Jerome Castell wollen solche Partys zur regelmäßigen Einrichtung werden lassen. Linda! Naomi! Christine! Sauerkraut! Christine! Ich denke mir, es gibt ein wichtiges Thema, das ist heute Abend eben auch hier Lifeguard, das ist AIDS. Und ich denke mir, da muss man einfach über sich selbst hinauswachsen, über seine eigenen Schatten springen können, um das dann eben zu verändern und auch aufeinander zuzugehen, auch Leute, die es miteinander nicht verstehen, dass sie das irgendwie mal endlich abbauen und eben sehen, es gibt ein wichtigeres Thema als persönliche Feindschaften oder Freundschaften. Ich bin einfach fasziniert. Ich habe immer gesagt, es kann gar nicht möglich sein, das ist nicht mein Kind. Aber und doch ist es. Also ganz toll, ganz toll. Ich bin begeistert. Auch wenn das Amüsement im Vordergrund steht, die Veranstalter pochen auf ihre Botschaft. Statt mehr Toleranz für Homosexuelle wollen sie endlich Akzeptanz.